Wir sind hier wieder, wir haben hier hinten eine Leiche verbrannt, wegen Antivirus. Oh. Obwohl, nee. Magazingröße. Also, ganz kurze Inside-Information für alle, die da draußen sind. Wichtig bei diesem Spiel sind, wenn ihr einen Weapon-Mod holt, fürs Magazin, also Magazin und Crit ist das geilste. Ja? Also Magazingröße, wenn ihr irgendwas findet mit 80 plus Prozent, richtig geil. Damit könnt ihr eure DPS richtig increasen. Yes, ja. Und jetzt wird's krass. Jetzt wird's was krass? Jetzt wird's dark zonig. Oh, muss ich meinen Hoodie aufziehen? Tim, hallo. Hallo Tim. Ah, ich lasse es einfach so, ich sehe schon cool genug aus. YOLO. Also ich gehe schon mal rein, ne? Ja, warte kurz, lass mich kurz einmal gucken, ob ich jetzt meinen XP-Bonus-Gear anziehe oder nicht. Scheiß drauf, mache ich nicht. Wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt rein. Ah, ich habe keine Muni geholt. Oh, das war knapp. Ah, doch, habe ich wohl. Oh, habe ich doch. Hä? Schon gut, rein hier. Okay. Use the gate. By using the gate. Jetzt geht's ab. So, wir werden jetzt erstmal, wir werden jetzt hier noch ein bisschen in der Dark Zone chillen und ein bisschen Gear für den guten Olli McOll holen, damit wir demnächst mit ihm auch die Raids gehen können, ne? Ja, natürlich. Yeah. Ich werde einfach mal die random Marks machen. Wir gehen jetzt erstmal die ganzen Checkpoints ab und auf dem Weg dahin. Hey, hier ist ein Dude, der verfolgt uns. Ich mag das nicht. Der scheiß Gear, guck mal. Okay. Hey. What? Der hört dich reden. Hit me, Guru. Guck mal, wie der Oro schon. Die Waffe ist schon im Anschlag. Er hat jetzt eine Möglichkeit. Am besten sollte er sich umdrehen und gehen. Komm, lass mal weitergehen. Ja. Der hat übrigens die High-End-Waffe aus dem Beta. Diese Caduceus heißt die so? Diese Scar? Na, das war eine M4. Nee, das war eine Scar, oder? In Blau. Keine Ahnung. Keine Ahnung. I don't care. Wo sind die Mobs? Wo sind die Mobs? Wo sind die Gegners? Wie kann man das denn muten? Kann man andere Spieler muten? Geht das? Ich dachte eigentlich, dass du, wenn du im Partychat bist, dass die dich nicht hören, aber... Ja, das ist eigentlich super dumm, weil können wir einmal hier rein... Geh mal hier rein, einmal kurz, dann hast du dir hier die, Jo, VoIP ausmachen, okay. Ja, dann hört mich der Oro nicht mehr, aber Oro, du weißt ja, was wir eben machen, ne? Ich mach mal hier VoIP eben aus. Warum gehen wir hier rein? Okay, Settings, Audio... Yes. Police T821. Oro ist schon... Genau, können wir gucken, was der hier Cooles hat. Nichts Gutes. Accuracy Radius Threat, no. Okay. 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 Gut, dann machen wir weiter. Checkpoint ist gesetzt. Los geht's. Let's go. Achso, warte, ich mach kurz einen anderen Skill rein. Welche Skills wären denn jetzt gut für die Dark Zone? Für die Dark Zone, was wir machen, wäre gut. Also immer Puls, weil Puls ist Wallhack auf Doom. Puls mit Tactical Scanner. Und hier der Mod mit zum Beispiel Overdose ist geil. Aber reicht's nicht, wenn einer den Scanner hat? Puls ist King, weil du... Also dreimal Puls, oder dreimal was? Dreimal Puls, aber den Advanced Puls, nicht den normalen. Hab ich den nicht gerade eingestellt? Nee, hab ich nicht. Tactical Scanner, ja. So, und Overdose, okay. Gut, dann let's kill some shit. Mal. Ja, ist erstmal, wie gesagt, die Suche nach Bossen hier wichtig. Es kann halt ein bisschen dauern, aber wir werden jetzt parallel dazu noch eben die Vendor. Okay, hier ist nichts, dann gehen wir in die andere Richtung. Ich mache mal ein paar Marks hier. Gehen wir dahin. Olli, du sollst nicht vorrennen, du bist instant tot. Ach Quatsch. Schnitt, tot. Hier ist ja eh nix. Hier links vielleicht? Nope. Ist immer eine Kiste. Oh, da ist ein Gegner. Ja. Aber der ist schon tot. Okay. Die gerade hier gedingst haben, extracted. Also ist immer ein bisschen, man ist automatisch ein bisschen konzentrierter, sobald in der Dark Zone, finde ich. Ja, aber man hier auch was verlieren kann, das ist das Problem. Ja. Wenn ich draußen sterbe, ist es mir eigentlich egal, aber hier drin.
Hier ist eine Kiste. Aber ist wahrscheinlich Level 30 oder so. Nee, ist nur. Grab. Shooter Mask. Das loote ich erst gar nicht. Fuck this. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee, immer die Sachen. Ich will nicht mit einem Eumel hinten an meinem Hintern rumlaufen. Ja, weil das halt implementiert halt direkt, dass du Loot hast. Und ja. Die meisten implementieren das halt mit. Irgendwas richtig Guten. Gehen wir mal da hin. Also, man geht dann hier die einzelnen Landmarks ab. Dort sind dann meistens die Elite-Gegner. Wir können aber immer hier kurz reingehen, weil hier ist Division Tech. Hier spawnen dann auch Gegner drin. Da sind Gegner. Nice. Ich kann nicht in dein Cover gehen. Hinter uns sind auch noch Gegner drin in dem Gebäude. Holy shit, ja, ist richtig viel zu tun. Okay, 3, 2, 1. Okay, Granate. Oh, diese Pumpgun-Typen. Alter, keine gute Idee. Eieieiei, gleich wieder zurück. Also wie gesagt, Division Tech ist super wichtig. So, eigentlich die, zum Craften auch, zum oder? Zum Craften für Dark Zone-Items, die man dann craften kann. Eigentlich die raste Ressource, die es gibt in dem Spiel, komischerweise. Was heißt nicht komisch eigentlich? Hier unten ist noch ein Mob, ne? Den habt ihr übersehen. Ja, ich weiß. Oh, fuck my life! Oh, hier hinten ist einer. Ich habe zwei Epics. Wo? Ach, da hinten. Da ist eine Kiste. Der Typ ist mir ein bisschen suspekt. Ja, der hat gesehen, dass ich da was rausgelutzt habe. Ich kann immer über die Mobs drüber laufen. Warte mal auf mich. Please wait. Plocks. Hier ist irgendwo Division Tag. Da ist eine große Kiste. Okay, die loote ich mal nicht. Soll ich mal looten? Ah nein, der Typ hat sie gelootet. Ist ja egal, scheiß drauf. Aber da hätte was richtig Geiles drin sein können. Nein, es ist nicht. Das ist ja keine Dark Zone-Kiste, Crate gewesen. Okay, aber alles, was episch ist, hilft mir schon. Sollen wir mal in das Gebäude gegenüber gehen, weil da waren auch Mobs drin? Ja, weil die waren, glaube ich, unten im, im Dingsbus. In der Tiefgarage. Ja. Okay. Hier ist Division Tech. Das kann uns keiner mehr nehmen. Das kann uns keiner nehmen. Wir gehen jetzt mal raus hier. 1 kann uns keiner. 1 kann uns keiner. Wir müssen einmal, ach, die sind unten in, dem, in der Tiefgarage drin. Ja, ich hab gesagt. Scannen die mal eben raus und dann können wir die direkt umhauen. Filter hast du ausgebaut, alle, ne? Ich hab 4. Gut. Warning. You are now entering a contaminated area. You are now entering a contaminated zone. Dann ist auch eine Crate. Ja. Mann, der läuft uns immer hinterher, Mann. Geh mal voll auf den Piss. Wo ist eine Crate? Ja, die war doch nicht da, die war. Okay. Das ist wie Diablo, nur geiler. Also mit. Wie Diablo mit Ballern. Mit Ballern und ein bisschen besser balanced. Balance. 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 Und schwieriger auf jeden Fall. Okay. Ja, Diablo hat halt kein PvE, wo das, wenn du stirbst, dass du deine Sachen droppst, oder? Genau. Also hier ist es halt so, wenn du halt stirbst, dann sind A, die Items weg. Und B, Erfahrungspunkte. Du verlierst halt Erfahrungspunkte. Also und Geld. Und Geld. Und Keys für Kisten und mehr, also ein bisschen Hardcore. Also bei Diablo ist natürlich, wenn du, ist natürlich Dings komplett weg einfach, ne? Also dein Charakter. Aber im Endeffekt, ja, ganz so extrem ist es jetzt hier wieder auch nicht. Ja, aber hier ist es halt so, dass du, beim Charakter ist es halt so, ah, oh, fuck, Charakter ist weg, scheiße. Okay, Rage schon 2 Minuten und hier ist es halt so, oh nein, das Item, was ich unbedingt wollte, die High-End-Waffe, bla bla bla. Ja. Hier, man kann es nicht offline spielen. Aber vorne sind Gegner. Das hat der, alles, was außerhalb der Dark Zone ist, ist halt eigentlich Singleplayer. Mhm, genau. Und vielleicht ein bisschen lamer, außer die Instanzen. Also Fahrzeuge gibt es hier nicht, aber es gibt Fahrzeuge als Gegner. Und der, eigentlich so das Hauptspiel ist eigentlich fast die Dark Zone, oder?
Bis die Raids kommen. Bis die Raids kommen, die kommen ja schon bald. Oh, Gegner vorne. Raids kommen diesen Monat noch, Ende des Monats, ne? Ja. Okay, Gegner 3, 2, 1. Alter, die hauen aber auch. Oh, fuck. Oh, das ist ein Named. Ja. Zack, schau zu. Soll ich Ult machen? Mach mal an. Ist an. Okay. Na, danach gehen wir extracten. Ja, zwei Epics. Das ist lustig, wenn man die anschießt, dass sie ihre Granaten fallen lassen. Das finde ich immer wieder gut. Okay. Da bist du irgendwo ein Sniper-Typ sein. Au, hier rechts. Um die Ecke. Uiuiuiuiui. Sollen wir extracten? Mhm. Ich habe relativ viel Zeug, das würde ich jetzt irgendwie ungern verlieren. Ja. Wir gehen hier hin. Okay. Ja, das ist immer ganz geil, so dieses Gefühl, so fuck, lass mal, so jetzt der größte Angstmoment im Spiel, so wenn du halt geile Items hast, die du extracten willst, das Schlimme ist halt, wenn du auch von Mobs getötet wirst, verlierst halt die Items auch, beziehungsweise du hast halt einen bestimmten Pool an Private-Items, die halt trotzdem liegen bleiben. Das Ding ist halt, wenn du von Mobs getötet wirst und kein Spieler in der Nähe ist, hast du noch die gute Chance, in der Nähe zu spawnen, die Sachen wiederzuholen, aber wenn du vom Spieler getötet wirst, der nimmt die Sachen halt sofort und ist weg. Haut ab. Aber was man dazu sagen muss, im Gegensatz zur Beta, sind hier relativ wenig Leute Rogue, weil der Anreiz dazu noch nicht so hoch ist, außer dass du mehr Items eventuell bekommst. Also ich habe mir echt überlegt, nochmal irgendwie einen Level 1 Dark Zone Charakter zu machen. Und dann nur Rogue? Ja, oh Gott, da sind welche. Also kein Rogue, aber Gegner. Rechts sind auch noch welche, ne? Machen wir erstmal die hier links. Oh, Instant Epic gedroppt. Eieieiei. Oh, die Maps von rechts sind auch geaddet. Ich muss jetzt clearen. Ich geh jetzt nach oben, clear eben. Ah, oh, Flammenwerfer-Typ! Hinter mir. Ja, komm zu mir, komm genau hinten. Na, genau hinten. Okay. Ich hau jetzt hier rein, dann kommen die sowieso an. Okay, er macht schon. Okay, ich komm hoch. Ich hab irgendwie 7 Epics im Rucksack. Gut, dann hoffen wir, dass... Dass ich nicht sterbe, ja. Verteidigen nicht einfach. Du, man kann das erste extracten. Ich geh mal hinter Hintereingang schauen. Ich bleib an deinem Arsch. Ich möchte nicht von irgendwas überrascht werden. Hier in der Ecke hier stehen. Ich bleib bei Oro, da fühle ich mich sicher. Oro hat ja auch 2 Milliarden DPS. Oh Gott, Gegner hinten. Aber die kommen nicht an. Nee, aber da können wir gleich hingehen. Wenn sie nicht gleich weggesnackt werden. Kann man in Gebäude rein? Ja. Aber nicht in alle. Aber es gibt viele Gebäude, die betretbar sind, auf jeden Fall. Es gibt keine Charakterklassen, es gibt halt 3 Skilltrees und du kannst dir selbst zusammenstellen, wie du halt spielen. Es gibt halt den Heals-Tree, den Tech-Tree. Genau, und es gibt den Tank. Ja. Tank-Tree ist aktuell, wie ich gehört habe, eher zu vernachlässigen, aber es wird halt noch angepasst. Ja, man muss sagen, das Spiel ist jetzt eine Woche raus und die Entwickler, also Massive und Ubisoft, haben in der Kürze der Zeit schon viele Sachen behoben und adressiert, die andere Entwickler eventuell Monate für brauchen, um zu fixen. Ja, wenn ich überlege, wie bei Destiny halt teilweise Imbalance. Oh fuck, Gegner kommen. Imbalance Sachen. Ah. Ja, die lesen halt auch aktiv das Forum und auch im Division Reddit und große Threads, die da aufgemacht werden, werden halt auch gelesen und berücksichtigt. Das ist halt cool. Und auch viel Kommunikation mit der Community. Ich hab's! Yes. Okay. Mach mal, das ist der größte Fehler. Jetzt nicht Hände am Dings. Da kommen Gegner. Hände ans Lenkrad. Bist du mein Fahrlehrer oder was? Extraction complete. Ist hier noch irgendwas? Nö, lass mal weiterlaufen. Okay, gucken wir mal eben hier. Jetzt noch da sind.
Nope. Doch. Ja? Oh. Ja. Das ist eine Patrouille. Darkzone Level Up. Set. Aber nur Blauseid. Oh mein Gott, es ist ein. Es sind Schuhe. Es sind Schuhe! Kosmetika ist vor so hin. Das Geile ist, dass die einzelnen NPCs auch gegeneinander kämpfen. Ja. Das halt hier wirklich dann so. Oh, da vorne ist ein Gegner. Ja, so irgendwie so eine Gruppe Cleaner, die irgendwie durch die Straßen läuft und dann kommt aber irgendwie eine andere Gruppe von diesen Riotern oder so, wie auch immer die hießen. Und die bekriegen sich dann halt und man kann quasi so zustoßen. Und dann alle. Oh, fuck. Dann alle abfahren. Ja, man kann es so ein bisschen ausnutzen, dass die voneinander abgelenkt sind. Das ist halt ganz cool. Problem ist halt, dass man in der Dark Zone auch einfach manchmal rumläuft und dann rennt man in eine Patrouille von irgendwie so einem Named Boss rein und ist einfach instant tot. Ja, es gibt halt, ich war gestern mit dem Oro weiter oben im Norden. Hier sind Yellows. Und da waren dann halt irgendwie zwei so Elite-Flammenwerfer-Big-Fat-Typen, die haben uns halt instant weggenascht. Das war so witzig. In der Dark Zone sind relativ wenig andere Spieler gerade unterwegs. Lucky. Oh Gott, hier sind einige Gegner. Oh, fick. Ich mach. Ah, also mein Gott, Cooldown. Das geht auch so, ne? Oh, Cowboy. Named Bob. Und er brennt. Oh, und er geht down. Oh, viele Yellows hier. Yellow sei schon. Shooter Bag, Heavy Magazine Spring. Dann können wir direkt wieder extracten gehen, wa? Oder? Lohnt sich das für zwei Items? Weiß ich nicht, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, was für Items du bekommen hast. Ein Rucksack und ein Mod. Aber ich glaube, das Magazin könnte vielleicht ganz gut sein. Wir können auch mal kurz hier erstmal Muni holen. Restocken. 29 Crit, 21 Rate of Fire. Bei Muni immer über alles, was wenn du über 60% 60% mehr Crit, das gibt's? Nee, 60% mehr Munition, also ach so. Hier, ja. Ja, ich weiß nicht, wenn ich so 5 Items oder sowas hab, dann können wir wieder extracten, oder? Jo. Geht die Munition auf? Also das ist halt wirklich ein geiles Looten-Level-Gefühl, ne? Also mir macht's echt immer noch Spaß, obwohl ich jetzt schon... Ich habe jetzt halt nicht so unfassbar viele gute Items, aber... Ja, das Ding ist halt, man hat halt jetzt diese typische, ich muss jetzt der Allerbeste sein, geile Items sammeln, farm. Bis einem aus den Ohren rauskommt. Dann kommt schon der erste kostenlose DLC mit den Raids. Genau, da dann macht man Raids. Und dann kommt der, erste bezahlte DLC, der Underground. Mhm. Ist der erste, glaube ich. Dabei, weil wir ja schon. Ja, mit dem Season Pass hatten die dabei. Und Underground öffnet halt die kompletten. Das U-Bahn-Netzwerk unter New York. Dann kommt nochmal ein gratis DLC. Und dann kommt der zweite bezahlte DLC. Etc. 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 Also ist auf jeden Fall genug Content am Start. Ja. Wichtig ist, man sollte immer übrigens über die Leichen drüber laufen, weil manchmal die Bonus-Credits, also die Dark Zone-Credits, nicht angezeigt werden, warum auch immer. Ja, nur so als kleiner Tipp. Also, so wie jetzt hier zum Beispiel. Kann sein, dass der Typ, der bei uns die ganze Zeit mitläuft, einfach auch ein Zuschauer ist. Ja, ist doch cool. Dann freue ich mich. Hallo, Random Dude 1. Wie heißt denn mal? Reen Blackout. Hi. Schön, dass du soll man den nicht einfach auch einladen? Ja, ich meine, sonst baller ich noch den irgendwie aus Versehen an. Warte, bleib mal stehen. Tabulator. Ist er eingeladen? Ja. Nimmt das an. Jetzt nimmt das an. Nimm es an. Nimm es in den Mund. That escalated quickly. Ihr solltet den spalten. Naja, wenn er jetzt nicht die Einladung annimmt, dann... Hoch. Oder weiß er nicht, wie man Invites annimmt? Ich hab einen Invite. Ah, jetzt. Okay, super. Gut. Genau, Tab ist auch schlagen. Ja. Ganz wichtig ist mir auch passiert. Ich muss ihn einladen. Bam! eingezeckt. So, wir können noch mal eben ins... warte, wo ist es denn? Hier ist so ein schönes Haus, das ist da oben. Genau, da gehen wir mal hin. Da sind mal viele Gegner drin. Das ist so ein ehemaliges Sportkaufhaus.
Von dort aus kann man auch direkt schön mal extracten gehen. Das ist so meine Standard-Farm-Route. Und hier ist ein Gegner drin. In dem Häuschen wieder. Oh. Hochklettern über die Leiter? Ja. Ach, hier waren wir vorhin schon. Die sind wieder gespawnt. Das ist ganz geil. Wir sind, glaube ich, in einer sehr leeren Dark Zone. Das ist Luxus, wo wir gerade drin sind. Das ist wirklich Luxus. Das kann man sehr gut. Ja, es kommt echt immer drauf an, auf welchem Server man landet. Oh, da ist ein Named oben. Bass. Boah. Alles voll hier. With the enemies. Dog. Ich hab ein bisschen Angst, jetzt hier hochzugehen. Help. Ja, man merkt echt, wie man sich auf einmal tatsächlich konzentrieren muss. Oh fuck. Oh, 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 oh. Net down game. Ja, genau, wir sind halt im Low-Level-Bereich gerade und die meisten Leute halten sich wahrscheinlich in der DZ 6 auf. Wir sind ja gerade in DZ 1, ne? Ja, aber eigentlich, ja, wir müssen, klar, wir gehen jetzt natürlich erstmal jetzt hin, um für mich, dem Olli die Sachen zu looten, ne? Also, und vorhin war also die recht voll. Ja, ich werde jetzt einen Teufel tun und in die höchste DZ laufen. Okay, wir können einmal extracten gehen. Ja, ich bin eh voll. Geil. Geil, ich stehe auf betrunkene Ollis. Betrunkene Ollis gibt es nicht. Klar, du warst ja schon mal betrunken. Nein! Nee. Nein. So. So, warte, extracten. Kann auch wieder zum gleichen gehen, wo wir eben waren, oder? Ist er eh hier irgendwo in der Nähe? Ja, on my way. Da war jetzt echt schnell Loot hier zusammengeschnibbelt. Ja, aber noch nicht so wirklich was richtig Geiles. Ja, mein Gott, du musst halt auch mal auf die Stats achten, ne? Also kannst du auch noch rerollen, also mit Geld. Kannst du auch nochmal bestimmte Attribute rerollen. Dann machst du einfach, wenn du irgendwie einmal Crit hast, machst beim zweiten nochmal Elite-Damage drauf. Und schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, hast du hier krasse Items. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Das ist was mein Opa sagen würde. Oh, fuck. Direkt in die Arme reingelaufen. So, du musst das Rennen gewinnen. Du musst die Items extracten. Du musst die Items extracten. Ich extracte jetzt. Ich feuer meine Flare in den Himmel rein. Mach das. Geht gar nicht. Warum kann ich das nicht? Jetzt kann ich. Shoot it. Shoot it to the limit. Wir wollen noch ein paar Stories aus unserer Kindheit erzählen. Ja, wie gesagt, ich komme aus Rheinhausen, gebürtiger Rheinhausener. Also auf der quasi Duisburg, aber halt auf der anderen Rheinseite, wo es noch schön war zum Schluss. Vor dem Krieg. Vor dem Krieg? Welcher Krieg? Bin dann nach Essen gezogen, beruflich, und war dann da viel unterwegs. Und jetzt bin ich halt hier hingezogen, so nach Norddeutschland, ne, für die Rocket Beans. Ein bisschen Tüllekram hier im Fischkuder machen, ne? Das klingt wunderschön, Jens. Ja, ich weiß. Danke. Ich glaube, hier kommen keine. Ich kann ja einfach rumpimmeln. Meist kommen wir bei Sekunde 5. Hände vom Lenkrad. Tot. Meistens kommen sie bei Sekunde 5, kommen sie auf einmal angeschnubbelt. Oh. Wo kommst du denn her? Erzähl doch mal. Ich bin eigentlich in der Eifel geboren, tatsächlich. Eifel? Ja. In der Eifel, Junge! Ich bin eigentlich in der Eifel geboren, ne? Oh, in der Vulkaneifel. Der Vulkaneifel? In der Vulkaneifel. Gibt's da nicht auch so auch bei Galileo immer so, ich weiß, wenn die nicht. Eifel mal wieder aus. Ich weiß das nicht, Junge. Ich bin da auch nur geboren und dann bin ich da eigentlich noch. Das hört sich aber eher an, wie irgendwie Ruhrpott, wie du gerade redest. Ja, die reden aber alle so in der Eifel. Ja? Kannst da drauf einlassen, dass die alle so reden. Also, lass den Junge. Das Gesicht kenne ich, aber dann hört's auch schon auf, ne Jens? Echt, so reden die da? Ja. Super retarded. Ja. Ja, voll traurig. Keine Ahnung, ich war da nicht so lang. Den Rest der Zeit habe ich in der Nähe von München verbracht. So. Bin gespannt, was ich hier alles bekomme. München, jo! Sie sogar mir jetzt einfach so headshottet, wie es von so einem Mob. So. Busch, busch. München. Starnberger See. Merkt ihr das? Das ist die schönste Ecke in Oberbayern. Alles um den Starnberger See herum. Sehr interessant. Ist halt einfach so. Sorry.
Sorry, not sorry. Schön am Biergarten, so, am Starnberger See. Nochmal kurz zum wohin wollten wir denn nochmal? Ich weiß es nicht. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Okay, 5 Minuten. Guck mal, oh geil, so viel Loot. Ja, genau, die Items landen dann in einem, deiner Truhe. Was? Ja. Was wolltest du gerade jemanden bannen? Nein. Okay. Ich habe noch nie jemanden gebannt im Chat. Kappa. Keck. Im Chat. C-H. Wo aus der Eifel? Aus Jeroldstein. Da, wo das Wasser herkommt. Oh. Also hier ist immer geil. Hier bin ich einmal durchgelaufen. Auf einmal respawn. Und hier oben drauf waren überall, Ich habe Olli nur gezeigt. Da ist beim Olli immer nichts los. Hat der Olli gepupst. So der Dampf von hinten so. Oh, Olli. Huch, es brennt schon wieder. Huch. Smoke, ui, okay. Da hinten vorne geht's ab. Carmen. Oh, Flammenwerfer Dudes. Schau mal, es geht einfach so krass die Action ab, dass es ja schon anfängt zu rauchen und zu brennen. Oh Gott. Oh, was ist hier los? Oh, was ist hier los, du? Oh nein, die holen uns die Mobs weg. Lass mich hier, können wir hier in das Gebäude irgendwie rein? Ja, hier, kommt hier, oben drin. Sportcenter. Sportcenter, viele Gegners. Kalksee, wie heißt das? Kalkesse. Das ist doch keine richtige Firma. Oh Gott im Himmel, das stinkt so ekelhaft. Das ist der schönste Geruch, den ich jemals gerochen habe. Oh Gott, hier ist ein Sniper drauf. Wenn ich zurückgehe, werde ich sterben. Egal. Hi. Schießen kaputt mit der Waffe in den Kopf rein. Denk dran, die können durch die Fenster schießen. Aber? Ja. Aber woher wissen die, dass ich da bin? Aua! Okay, schieße ich halt auch durchs Fenster. Wie das aussieht, wie in so einem schlechten Actionfilm. Ich kann das auch machen. Da, Sieg. Named. Komm, den müssen wir wenigstens noch mitnehmen. Level 31. Nice, geht set, ich bin gleich tot. Komm mal rein, ne? Ihr macht ja auch nur so Schabernack da drin, ne? Jo. Schnick, schnack, Schabernack. Hier ist noch was Schönes gedroppt. Ich möchte nicht sterben. Nein. Military SA Pimmel irgendwas. Military Pimmel? Military Geil. Pimmel. Und ein Schal. Ich habe erst einen Pompom gefunden in meinem Leben. Das ist sehr schade. Denn nur Pompom-Beanies machen diese Welt lebenswert. So. Okay. Das war's auch Komm, schon. Komm, hier ist er. Kann man bouldern an der Wand? Kann man hochbouldern? Dann können wir mal rübergehen zum Extract, dann sind wir gleich schon noch fertig hier. Ja, dann machen wir noch einen Extract, dann ist hier fertig. Dann sind wir fertig hier, dann können wir auch langsam ins Bettchen gehen, muss ich noch 4 Stunden nach Hause fahren. Ja. Ich muss mir auch nicht mehr mitnehmen, ich fahre auch mal fahr selber nach Hause. Ich soll mit deinem eigenen Auto hier. Ja, mit dem Kutter. So, durch die Straße. Aus der Bahn. Also hier kommt der Flieger. Wo seid ihr denn? Hier geht's ja richtig ab, du. Alle richtigen Norddeutschen fassen sich gerade in den Kopf, die Spasten sollen aber die Fresse halten. Zu Recht? Zu Recht. Man sollte nie Dialekte nachmachen, die man nicht beherrscht. Aber wir machen es trotzdem. Ja, dann interessiert mich die Meinung von anderen Menschen. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Einfach weitermachen macht es natürlich auch besser. Ja, man muss es einfach immer weitermachen, bis es irgendwann von den Leuten akzeptiert wird. Nein, ich verstehe. Also ansonsten hast du noch irgendwie einen Schwank aus deiner Jugend? Gibt es auch Heiltalente und Fähigkeiten? Ja, benutzen wir die ganze Zeit. Guck mal hier, ich kann das mal zeigen. Man kann auch so eine Kiste droppen zum Beispiel, die einen heilt. Wenn man und bei so. Mir drauf geht, warte, ich kann das mal eben kurz einmal skillen. Einmal bei mir, bitte. Mach doch mal den Heilkasten. Ja, ich bin ja schon der Boy. Mach doch mal den Heilkasten. Mach doch mal den Heilkasten. So der Ammersee ist nicht so überlaufen wie der Starnberger See. Das ist richtig, denn am Wochenende kommen immer die ganzen verdammten Münchner runter zum Starnberger See und parken alles voll. So, jetzt kann ich nämlich hier so einen Heilkasten hinlegen. Warte, schwuppdiwupp. Der Haikasten kommt dann Haik raus. Dann kann man hier dran stehen bleiben. Wenn man dann rumschießt und dann reloadet man, dann wird keine Munition verbraucht. Ist das richtig? Verrückt? Du bekommst dann Munition von der Kiste. Komm, ich Munition von der Kiste. Bisschen wieder. Wie die Munitionskiste von dem Battlefield-Engineer, ne? Zock,
Geil, ne? Jo, super. Kann man auch kaputt machen, wenn man dagegen schießt. Jo. Geht aber nicht, weil ich wieder in einem Party sind, ne? Nee, geht bei mir auch nicht. Shish! So. Ja, wie lange haben wir noch? Sag mal, was sagt denn die Uhrzeit? Eine Minute noch. Eine Minute, das passt ja genau. Hier 38 Sekunden bis zum Extrakt. Als ob wir es komplett geplant hätten. Ja, die letzten zwei Stunden waren komplett durchgeskriptet. Ey, ohne Witz, wir haben eigentlich, das ist ein komplettes YouTube-Video von anderen Spielern. Wir haben gar nicht selber gespielt. Ui. Das war ein Let's Play von PewDiePie. Ja, genau. PewDiePie. Oh, Edgar hat ein Schlenkrad. Ah, scheiße. Das wäre so geil gewesen, wenn jetzt gestorben wäre. Nein, das ist ein Schrotflinten-Typ. Ich hätte einfach okay, mich, ich hätte einfach voll gepinkelt. Ich hätte mich auch. Ich hab das wäre so geil so. Oh, ich guck auf mein Handy. Puh, tot. Mein Handywecker klingelt. Ich weiß nicht warum. Warum sagt ihr mir, dass es 0 Uhr ist? Okay, wir machen einfach weiter. Vielleicht ist die Belle eingeschlafen. Ich glaube auch. Die Belle ist schon nach Hause gefahren. Ist noch da? Hallo? Belle ist gar nicht mehr da. Steffen, hey, hallo. Grüß dich. Hast du schon deinen Rotwein getrunken und die 6 Bier, die du vorhin gekauft hast? Weißwein. Weißwein. Und die Leberwurst, ist die noch da? Die ist alle. Schade. Ja, geil. Oh, oh, damals geschafft, mein lieben Freunde. Guck ich habe so winken. Viel Loot bekommen. Ja, guck mal hier. Da applaudiere ich doch mal glatt. Ja, lieber Chat. Ist jetzt mal gut. Lieber Chat. Ach, Bäuerchen, Entschuldigung. So. Lieber Chat, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr uns bei dem Progress vom guten Olli. Das bin ich. Begleitet habt. Kriegt alle ein Herzchen. Weißt du, wie das geht? Mach mal. Yay! Gut gemacht, Olli. Jetzt sterben wir noch. Nee, wir sterben nicht. Ist egal. Wir gehen jetzt noch schnell hier raus aus dem Shit. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Komm, hier noch ein Abschlussbild. Ah, warte, Abschlussbild, warte. Warte, okay, Abschlussbild. So, müsste bei mir drauf gehen. Ja, du machst wieder den Hampelmann, ne? Tschüss! Tschüss, gute Nacht, kommt gut nach Hause. Lasst euch nicht erschießen. Was?